ich bin Marlene Duffy und das hier, meine lieben Weinfreunde, ist Bottleblood. Ich bin endlich wieder da. Ich habe ja die ganze Zeit rumgekränkelt und konnte nichts mehr riechen und hatte dann zum Schluss keine Stimme mehr und so weiter. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt gibt es wieder Bottleblood und ich bin schon ganz heiß auf die erste Verkostung hier. Freue mich, dass ihr wieder da seid und dass ich wieder da bin und dass wir jetzt wieder Weine verkosten können. Und zwar sitzen wir jetzt hier heute vor meinem Greenscreen. Ich werde mal nachher ein bisschen rumbasteln und gucken, ob ich da ein wunderbares Hintergrundbild einbauen kann. Das heißt, ich habe es eigentlich jetzt nicht ausgeleuchtet. Das wird Michael total nerven, denn er hat wunderbare Leuchten zum Ausleuchten des Hintergrunds gebastelt. Und jetzt habe ich die aber nicht angemacht. So. Und trotzdem werden wir probieren, nachher dieses Hintergrundbild da einzufügen. Dann kann es sein, dass ich irgendwo anders sitze und nicht in diesem Studio hier. Mal gucken, was wir machen können. Außerdem versuche ich heute hier so ein bisschen aufzunehmen ohne Mikrofon. Also mit Mikrofon, aber ohne Ansteckmikrofon. Sondern ich benutze nur das Mikrofon auf der Kamera. Mal gucken, wie das so wird. So, also wir haben hier heute drei Weine. Und zwar aus der spanischen Kult-Anbauregion Rioja. Und zwar aus der spanischen Kultrebsorte oder einer der spanischen Kultrebsorten, Tempranillo. Und da fangen wir gleich mal an mit dem ersten Wein. Und zwar ist das der 2005er Crianza Londoño von der Bodegas Don Sancho de Londoño. Bitteschön. Vom Label her, finde ich, hebt es sich echt ab von den anderen Labels hier, die auf dem Tisch stehen. Sehr modern gemacht, sehr ansprechend. Ja, und Londoño, dieser Don Sancho de Londoño, das Weingut, ist benannt nach einem Ritter, der in der Ritterzeit ganz viele Schlachten geschlagen hat. Schlachten gekämpft hat, so. Und zwar kommt der aus dem, oder dieses Weingut ist in Jomila, wird vielleicht auch anders ausgesprochen, Jomila. Und dort ist er sozusagen der bekannteste Sohn, nachdem das Ganze hier benannt wurde. 14% Volumen Alkohol und da probieren wir jetzt gleich mal. Gucken wir uns erstmal die Farbe an. Ganz wichtig, finde ich, immer sehr ansprechend oder sehr sozusagen das Erste, was man erblickt, was man sensorisch wahrnehmen kann, was man, naja, über die Augen auf jeden Fall sensoren kann. Wie nennt man das denn? Abscannen kann? So, also von der Farbe her, ein mittelkräftiges, so ein relativ jugendliches Kirschrot. Und da riechen wir jetzt mal rein. 40 Hektar hat das Weingut. So, 7 Euro kostet dieser Wein. Wir haben hier preislich ein Preissegment von 10 Euro. Also gar nicht so, so ein hohes Preissegment. Und diese beiden Weine hier habe ich aus dem Supermarkt gekauft. Und dieses hier, der kommt, den kriegt man im Weinhandel. So, jetzt wollen wir nochmal riechen. So, Konzentration. Ganz fruchtig. Ganz fruchtige Kirschen. Und zwar so frisch entsaftete Kirschen. Und leichte Würze. Ein bisschen was Bittermandeliges habe ich hier. Bittermandel, so kirschkernig riecht das irgendwie. Probieren wir mal. Okay. Eine kräftige, ganz saftige Säure. Die Tannine sind relativ jugendlich und passen wunderbar in diesen Wein, in diesen frischfruchtigen Wein. Auf der Zunge habe ich jetzt so leicht würzige Komponenten, ganz komplex. Als ob man dieses kirschige, würzige, bittermandelige reduziert hat, eine Reduktion daraus gemacht hat und das gelöffelt hat. So konzentriert ist das auf der Zunge. Die Bittermandelkomponenten sind am Gaumen nicht bitter, sondern sind so ein bisschen marzipanig. Ein bisschen was Marzipaniges, Kirschkerniges habe ich auf der Zunge. Und jetzt im Nachhall habe ich so Salmiak. So ein bisschen salziges Salmiak. Wunderbarer Wein.
Für 7 Euro. Okay. Ein wunderbarer Auftakt in unsere Bottleblock-Verkostungsserie. Heute fangen wir an, machen wir weiter mit dem nächsten. Und zwar haben wir hier, Moment, haben wir hier den 2004er El Coto Rioja Crianza. Bitteschön, da ist der Hirsch. Der Hirsch, wie viel Alkohol haben wir hier drin? Muss ich mal gucken. 13% Volumen Alkohol, kostet 7 Euro, bekommt man im Supermarkt. Und jetzt wollen wir uns erstmal die Farbe anschauen. Auch mittelkräftiges Rot, allerdings würde ich jetzt sagen, es ist nicht so ein Kirschrot, es ist eher so ein Granatrot. Granat, ein bisschen orange Reflexe. Und da, meine lieben Weinfreunde, riechen wir jetzt mal rein. Okay, interesting. Ganz abgefahren. Ich habe hier auch fruchtige Aromen. Allerdings sind die so, sie sind kombiniert mit etwas Hirschigem. Da ist tatsächlich so eine leichte Hirschkomponente dabei. Ein bisschen was Animalisches. Leicht würzig auch wieder. Probieren wir mal. Okay. Kräftige Säure habe ich auch wieder. Nur ist dieser Wein jetzt nicht so wirklich, der kam so richtig komplex auf die Zunge, während dieser hier so ein bisschen schwimmt im Mund so hin und her und er weiß nicht so genau, wo er hin will. So ein bisschen fadenscheinig. Und einen leichten Bitter-Touch im Nachhall hat er. Hm. Nee. Ist nicht so mein Favorit, der El Coto. Machen wir lieber weiter mit dem nächsten. Mal gucken, was wir hier haben. Und zwar haben wir hier auf 72 Hektar Rebfläche Bodegas Lahn. Und zwar auch den 2004er Crianza, bitteschön, da ist er. Kostet im Supermarkt circa 10 Euro. Und muss ich mal hier zur Seite schieben, so ein bisschen von der Farbe her. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen der farbintensivste aus unserer Reihe hier. So, ja, farbintensiveres, auch wieder Granatrot, so wie dieser hier. Und da riechen wir jetzt mal rein. Okay. Ganz angenehm, finde ich, riecht der. Hab auch eine leichte Frucht da drin. Allerdings würde ich sagen, in die hellrotfruchtige Ecke geht das. So ein bisschen was rote Johannisbeeren. Und dann so eine ganz abgefahrene Zitronentee-Granulat-Komponente. Und ganz abgefahren das, was hier an Hirsch drin ist, und zwar an Naturhirsch, natürlichem, lebendigen Hirsch, ist hier so ein bisschen als gebratener Hirsch drin. So ein bisschen gebratenes Fleisch. Ganz angenehm riecht dieser Wein. So, probieren wir mal. Okay, am Gaumen habe ich jetzt immer noch diese Kirsch- und Zitronentee-Granulat-Komponente. Das Gebratene geht ein bisschen weg und dann kommt so eine Kräuterkomponente dazu. So ein bisschen Floradix-Kräuterblut. Das, was man trinkt, wenn man Eisenmangel hat. So eine leichte Floradix-Komponente habe ich im Gaumen.
Mhm. Super angenehm. Eine kräftige Säure. Wunderbare Tannine. Relativ kräftig. Für 10 Euro. Also meine beiden Favoriten. Einmal die frischfruchtige, einmal die würzige Favoriten. Number one, number two. Und ungefähr hier ist dann der Number 3. So. Der hat wie viel Prozent Volumenalkohol? Darf ich nicht vergessen. Steht nicht drauf. Doch, 13% Volumenalkohol. So. Und das, meine lieben Weinfreunde, war es jetzt fast von meiner Seite aus. Wenn ihr irgendeine Frage rund um das Thema Wein habt, dann schreibt mir einfach eine kurze Mail. Schickt mir eine Nachricht da unten, wenn ihr auf bottleplot.com seid, dann könnt ihr da unten auf den Knopf drücken, ungefähr da unten. Und zwar klickt ihr auf Ask Marlene, auf diesen Button, der da unten ist, und dann könnt ihr mir eine Frage stellen. Wenn ihr noch keinen Newsletter abonniert habt, dann könnt ihr dieses tun, und zwar wenn ihr ungefähr da unten unter dem Video auf bottleplot.com auf den kleinen Subscribe-Button drückt, auf den kleinen pinken Subscribe-Button, dann könnt ihr euch jedes Mal oder kriegt ihr jedes Mal eine kurze E-Mail, wenn ein neues Video auf bottleplot.com hochgeladen wurde. Wenn ihr auf YouTube guckt, müsst ihr einfach subscriben. Ich freue mich über über jedes Abonnement, über jeden Abonnenten, so rum. Und ja, das, meine lieben Weinfreunde, war es von meiner Seite aus. Ich freue mich schon ganz, ganz doll aufs nächste Mal und gehe jetzt raus, denn in Hamburg ist der Frühling angekommen. Bis dann, ciao.